Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K18 und MyGM. Es geht weiter und zwar befinden wir uns jetzt im Februar. 1. Februar, es wird gegen die Pelicans gehen. Allerdings habe ich in der letzten Folge einen Kommentar bekommen. Der User meint, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es war. Das ist sehr langweilig, weil ich ja sowieso immer jedes Spiel gewinne, wenn ich reingehe. Generell Thema Schwierigkeitsgrad und so weiter. Ich lasse mich da überhaupt nicht beeinflussen. Habe ich auch noch nie. Weil ich persönlich spiele es und ich persönlich habe natürlich das beste Gefühl, wie fühlt es sich an, ist es zu schwer, ist es zu leicht, etc. Allerdings fühle ich mich mittlerweile echt gut, sowohl in der Karriere als auch in MyGM. Deswegen können wir durchaus auf Hall of Fame hochgehen. Höher geht's dann auch nicht mehr. Es wird trotzdem immer noch Leute geben, die meckern werden. Es war in den letzten 2 Jahren auch immer so. Ich habe auf Hall of Fame gespielt und dann kamen Kommentare wie, ja, jetzt stell doch mal die Schwierigkeit höher. Deswegen jetzt hier offiziell, wir spielen sowohl MyGM als auch die Karriere auf Hall of Fame. Man muss aber auch ehrlich sagen, es ist dieses Jahr wirklich machbar. Okay. Und wenn wir gerade eben schon dabei sind, ich kann mich erinnern, dass ich die Wurfanzeige umstellen wollte, weil mich die Farbe komplett verrückt macht. Probier's mal mit Rot. Ich hoffe, dass man das einigermaßen gut sieht. Okay. Ich habe selber jetzt ein bisschen Pause gemacht, deswegen schaue ich mal ganz kurz selber rein in die Tabelle. Wir sind auf der 1, dahinter Golden State, Houston. Golden State, durchaus schon viele Spiele verloren, auch zuletzt gegen Oklahoma. Die Szene zwischen Westbrook und Durant war auch sehr, sehr intensiv und nice. Wobei ich sagen muss, dass Westbrook eher souveräner reagiert hat als KD. Ich finde momentan allgemein, dass Golden State in der Außendarstellung, egal ob auf Twitter, Facebook, Insta oder auch in den Medien, ich kann diese Haltung momentan schwer beschreiben, aber Golden State, ich glaube, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber sie merken, dass sie nicht unschlagbar sind. In einer Serie von 7 ist das natürlich immer noch eine andere Sache, aber obwohl es dieses Überteam ist, merkt man schon relativ eindeutig, dass die Warriors nicht unbeatable sind und sie hätten auch viele andere Matches verlieren können. Ich sag bloß alleine gegen die 76ers, ich glaube, wenn da einfach die Erfahrung noch da gewesen wäre, dann hätte Golden State sogar möglicherweise einen Blowout kassiert, so haben sie das Ding noch gedreht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe vor der Saison, auch weil das in keinem Talk war, gesagt, wartet mal ab, ob Golden State wirklich so durchmarschiert, dass sie absoluter Favorit sind, das ist klar und das wird sich auch nicht ändern. Aber trotz allem, die Konkurrenz ist groß und ist da. So, Nuggets, Spurs, Thema Kawhi Leonard, Popovic hat letztens in einem Interview gesagt, er hat sowas selbst noch nie gesehen, er hat keine Ahnung, wann er zurückkommt. Mir blutet das Herz. Weil es fehlt einfach ein absoluter Superstar und Sympathieträger, auch wenn Kawhi Leonard eher der ruhige Typ ist. Ja, die Spurs ohne ihn und ohne Parker. Ich glaube, ich habe auch schon seit 2 Jahren nicht mehr so wenig Spiele gesehen wie in diesem Jahr. Also hier die Cavs auf der 1, die New York Knicks dahinter, dann die Bulls, die Nets, Philly, die Magic, die Celtics und die Raptors. Das wäre momentan der aktuelle Stand. Gut. Thematik, Angebot, Drummond. So, jetzt kann ich mich da ja auch mal zu äußern. Warum habe ich Drummond nicht getradet? Drummond ist ein Spielertyp, der ist natürlich eine absolute Double-Double-Maschine. Aber auch wenn Drummond jünger ist und der Vertrag sogar besser war, ist es kein Center, mit dem ich mich großartig identifizieren kann. Und viele vergessen, glaube ich, oder ich glaube zumindest, dass ich das schon sehr, sehr oft erwähnt habe, ich spiele immer mit den Spielern, mit denen ich mich identifizieren kann, die ich sympathisch finde und denen ich auch was abgewinnen kann. Das ist bei FIFA so, das ist bei NBA so, das ist bei jedem anderen Sportspiel auch so. Und selbst wenn ich ein klein wenig schlechter bin, ist es mir lieber,
Ich spiele mit jemandem, auf den ich einfach Bock habe. Ich bin der Meinung, man holt dann diese 5% Unterschied vielleicht raus, weil man einfach auf diesen Spieler mehr Bock hat. Genau. Und ansonsten habe ich als Ziel immer noch Cousins und Towns. Ob das klappen wird, sei dahingestellt. Gut. Social Media. Lee Ellis, John Malkmus, West und Jackson Baldwin East wurden zu den NBA Rookies des Monats gewählt. Glückwunsch. Alle meine Herren, Leute, ich bin zum NBA Rookie des Monats gewählt worden. Die letzten paar Wochen waren der Hammer. Hashtag Wolke 7. James Harden aus dem Westen und DeMarcus Cousins sind angesichts ihrer überragenden Leistungen die Spieler des Monats. Naja, Spieler und Rookie, okay. Hut ab vor Harden von den Rockets und Cousins von den Bulls, den NBA-Spielern des Monats. Fetter Respekt an Westbrook. Wieder ein geniales Spiel, diesmal mit Triple-Double. Übrigens, was ich sehr, sehr selten mache, aber ihr könnt in diesen Tweets auch immer draufklicken, ja? Und bekommt dann direkt die Ergebnisse. Also ich weiß es, aber ich mache es halt relativ selten. Aber jetzt zum Beispiel hier, können wir reingucken. Und sehen, 16 Punkte, 13 Rebounds und 11 Assists. Dennoch 6 von 18. Okay. Dann geht's rein gegen die Pelicans. Achso, wie sieht denn eigentlich unsere Aufstellung momentan aus? Dennis Smith Jr. Ich habe mich wahnsinnig auf ihn gefreut, aber er spielt und entwickelt sich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich will jetzt noch nicht die Pferde scheu machen, aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Whiteside mit einer 86, es sind ansonsten alle on fire. Ja, sieht momentan eigentlich ganz gut aus. Dann gehen wir rein gegen die Pelicans. Ich habe letztens gegen den Kollegen auf der Arbeit, Grüße gehen raus, wir haben das Duell Pelicans gegen Milwaukee gespielt. Es war ein Fest, weil ich glaube, er hat irgendwie mit Cousins und Davis zusammen 50 Punkte gemacht und das restliche Team 4 Punkte. Und ich habe mit Antetokounmpo gefühlt 30 Punkte gemacht und dann noch irgendwie mit Monroe war doch relativ gut. War auf jeden Fall sehr, sehr funny. Man hat dann gesehen, die Pelicans sind an dieser Stelle dann ja doch ein klein wenig eingeschränkt. Ja, sieht doch ganz gut aus. Kopf auf Fans von Dallas. Der Doc sagt, ich falle 2 bis 4 Wochen aus. Na, super. George mit 32 und 8. Smith mit 15 und 4, Shepard mit 15 und 7, Malkmus mit 9, 6 und 2. Ja, Zubac mit 8 und 3 und Whiteside verletzt leider raus. Büro, wir kriegen natürlich jetzt die Anweisung oder beziehungsweise den Hinweis. Wir haben da Gott sei Dank ein mehr als gutes Backup. Da. Mejri, jetzt nicht gerade der Spielertyp, dem ich irgendwie da 1 Million Minuten draufballer. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir ballern jetzt echt mal 36 Minuten drauf. Ich bin mal gespannt, wie er damit umgeht. Ja. Also hier sehen wir jetzt nochmal schwere Verstauchung. Rechter Knöchel stellt Whiteside 2 bis 4 Wochen lang kalt. Ganz Dallas trauert. Naja, man kann es auch ein klein wenig übertreiben. Whiteside hat verkündet, dass er wegen einer schweren Verstauchung des rechten Knöchels 2 bis 4 Wochen ausfallen wird. Er versucht aber... Das finde ich so blöd gelöst, dass man hier nicht irgendwie in dem Tab runterscrollen kann. Ich muss jetzt hier rübergehen. Und muss hier mir den Tweet raussuchen. Irgendwie ein klein wenig unglücklich gelöst. Ja. Okay. Also, nächster Sieg. War nicht eigentlich noch Trading Deadline? Aber wollte ich nicht eigentlich noch versuchen, ob ich Joel irgendwie losreißen kann? Nee, das habe ich schon versucht. Das habe ich schon versucht. Hat halt einen 3-Jahres-Vertrag.
sind halt alles so Monster. Petrovic haben mir auch viele ans Herz gelegt. Ist halt, hat halt eine 85 und ist 20 Jahre alt. Ja, warum sollten sie denn auch traden? Whiteside ist... Wie kann man sich bitte... Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Zum geilsten Zeitpunkt überhaupt bitte verletzen. Das heißt, ich kann Whiteside jetzt nicht mehr traden. Ey, ganz ehrlich, der will mich doch natzen, oder? Ah, oh, ey, es ist nicht zu fassen. Ja, okay. Oh, gegen die Clippers. Eng. Ja, nicht mehr eng. Nein. Verlieren wir relativ eindeutig. Shepard mit 26, 6, Smith mit 20. Das ist echt hart. Ey, bei 38 Minuten sowas auflegen, das ist echt, das ist dirty. Das ist richtig dirty. Griffin mit 31, Stevenson mit 18, 8, 12, Jordan mit einem Double-Double. Aber das macht mich jetzt echt fertig. Ey, das ist, nee. Okay. Hat sich's direkt erledigt. Chance gleich mal vertan. Minuten werden umgelegt. Warum sind die eigentlich alle ausgepowert? Ah ja, weil das Training schon wieder auf sehr hoch steht. Mann, 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 ey. Also sowas kann er da echt nicht bringen. Und was ist mit, was geht mit Lance ab? Lance macht hier fast ein Triple-Double. Der gute alte Lance. Eieiei, okay. Als nächstes gegen die Lakers. Lonzo Ball mit neuer Frisur und mit dem nächsten Triple-Double. Scoring-technisch ist das nach wie vor trotz allem weit entfernt, optimal zu sein. Aber man muss ihm auch einfach diese Zeit geben. Fitnesszentrum nehme ich in dem Fall. Souveräner Sieg. George mit 29, Shepard mit 27, Seth mit 24, Mike mit 16, Smith mit 15 und kann mir eigentlich mal jemand... Was ist mit ihm los? Ist er irgendwie... Also, krass. Das ist jetzt schon das zweite Mal hintereinander, dass er so einen Scheiß zusammenspielt. Unser Isaiah Thomas hat das Team im letzten Spiel mit einem 9-Punkte-Rekord in dieser Saison mitgerissen, ne? Oh, okay, 39 Punkte, das ist sehr... Alter, und 8 von 13 Dreiern, das ist dirty. Das ist richtig bitter. Die Siegesserie der Rockets steht jetzt bei 9 Siegen in Folge. Spielen wir irgendwann mal? Ah, super. Da ist noch ein bisschen Luft, bis wir gegen die spielen. Nee. Es kann jetzt eigentlich kein geiles Angebot mehr ums Eck kommen. TJ McConnell ist mit seiner Rolle innerhalb des Teams zunehmend unzufrieden. Werden sie ihn zum Starter machen oder lassen sie ihn? Kein Kommentar. Kein Kommentar. Zumindest nicht dazu. Wie sie scharf sind auf Seth. Was ist denn jetzt schon wieder? Was geht ab? Ich bin doch nicht mal in den Transferverhandlungen und ich werde schon von der Presse. Die sind auch geil, ey. Ja, wie kann ich das jetzt überprüfen? Hä? Also ich hätte es mir einfach mal gerne angeschaut, aber das muss ja jetzt irgendwie wo aufgelistet sein. MyGM.
Trade. Ah, da, tatsächlich, ausstehende Trades prüfen. Schau sie dir an, wie sie mich locken. Aber ich brauche leider keinen Power Forward, meine Freunde der Sonne. Aber ich glaube, das werden wir in Zukunft so machen. Dann hat man nämlich auch einen besseren Überblick über die Trade-Angebote. So, gegen OKC und damit natürlich gegen Carmelo Anthony, Westbrook und ja, Paul George spielt bei uns. Ich bin auch mal gespannt, was bei Oklahoma noch geht. Bei denen habe ich das Gefühl, das könnte tatsächlich ein Team sein, was erstmal eine lange Anlaufzeit braucht, bis es sich komplett eingespielt hat. Jetzt der Sieg gegen Golden State hat ihnen ja auch wieder ein bisschen Aufschwung gegeben. Shepard mit 28, George mit 24, Smith mit 12, Mikemus mit 12, 2 von 6, ja. Und hier muss ich jetzt langsam mal sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Deswegen wird jetzt tatsächlich einfach mal ganz cool. Probiere ich jetzt einfach mal. Mal ein bisschen durchatmen für den Freund. Gegen die Trailblazers und gegen Damian Lillard. Oder? Ja. Bogdanovic, Collins, Deadman, Turner, Crawford. Also. Haben wir da nicht das letzte Spiel verloren? Nee, haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. So, heute noch kein knappes Spiel. In den letzten Folgen jedes Spiel irgendwie knapp gewesen. Heute ist irgendwie der Tag, der entweder wir verteilen Blowouts oder wir verlieren relativ hoch. Shepard wieder mit 28. Also der ist momentan richtig am Eskalieren. George mit 23, 6 und 5. Mikemus mit einem Double-Double. Seth mit 19. McConnell. Alter, okay. Alter. Okay. Meschri toppt die Leistungen. Ja, und ist auch direkt kalt. Unfassbar. Also centertechnisch, boah, das sollte nicht so weitergehen, weil sonst haben wir wirklich ein Problem. Und jetzt freue ich mich schon wieder darauf, wenn Whiteside back in action ist. Habe ich noch eine Vertragsverlängerung ausstehen? Ich muss mal ganz kurz schauen, wie es bei den anderen Centern aussieht bezüglich Optionen. Hier sehe ich das. Wo sehe ich das nochmal? Ich kann es irgendwo sehen. Teamspieler. Ja, okay, Team ist blau und Spieler ist grün, aber wo sehe ich das? Ah, okay. Das heißt, es gibt gar keine Option. Der Vertrag wird einfach auslaufen. Das heißt, Towns läuft aus. Cousins läuft aus. Jokic. Joel hat eine Spieleroption. 21. Ja. Das heißt, Towns wird Free Agent, genauso wie Jokic. Genauso wie Jokic. Und jetzt kann ich dich rein zu... Ah. Das heißt jetzt nicht, dass ich von ihm überzeugt bin oder so, aber eventuell wäre es clever gewesen, um nicht ohne Center dazustehen, lieber einen Vertrag von einem anderen Center zu übernehmen. Ja, ist eh zu spät. Es ist leider eh zu spät. Wir können nicht mehr traden. Weil Whiteside verletzt ist.
Was stand da gerade eben rechts bei LeBron? Irgendwas stand mit... Mein Agent hat mir gerade erzählt, dass ich dieses Jahr ein All-Star-Starter bin. Danke an alle, die das ermöglicht haben. Westbrook ist auch dabei. Okay. Ja. Mann, Mann, Mann. Egal, wird eine spannende Aufgabe. Ist ja auch immer relativ nice, wenn man in der Free Agency was zu tun hat. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gerade eben von Cousins auseinander... von Towns... Okay, wir haben ein Ziel erfüllt. Irgendwas mit Shepard und Minuten, ne? Alter, Paul George mit 44 Punkten, ne? Smith mit 17, Shepard mit 17. Wir verlieren trotzdem mit über 20. Weil Butler, Wiggins und Towns komplett eskalieren. Teague auch noch, CJ Miles. Fünfter Sieg in Folge für die Cavs. Genauso wie für Milwaukee. Und es geht als nächstes gegen die Cavs. Es läuft momentan tatsächlich nicht so mega gut. Wie sieht's eigentlich bei der Moral aus? Ohne Witz. Ich mache jetzt einfach mal einen Risky-Move. Und zwar McConnell kommt rein. Und Dennis Smith Jr. kommt von draußen. Ich probiere es jetzt nochmal, weil er assist-technisch eine Zeit lang wirklich sehr, sehr stark war. Und vielleicht kann ich seine momentan aktuelle Phase dann auch einfach ausnutzen. Ne? Und ja, wir werden es gleich sehen gegen die Cavs. Also schauen wir uns das Ding wieder an. TJ McConnell gegen Anis und Farrell. Ja, zwei Point Guards. Was haben die für Verträge? 1 Million, 1 Million. Das ist an sich gar kein schlechter Trade, aber... Nee. Ich probiere es noch weiterhin. Ich probiere es. Kann jetzt auch nach hinten losgehen. Wir werden es gleich sehen. Ja. Geht nach hinten los. George mit 24, Shepard mit 21, McConnell mit 14. Wir scoren. Wir scoren richtig gut. Ich glaube, so gut haben wir schon lange nicht mehr gescored. Also auch so schön ausgeglichen. Aber wir kassieren... Wir kassieren zu viele Punkte. Baldwin mit 27, LeBron James mit 23, Derrick Rose mit 22, Alter, Crowder mit 15. Also defense-technisch läuft es da momentan, ehrlich gesagt, ein bisschen in die falsche Richtung. Das kann so nicht weitergehen. Das kann so nicht weitergehen. Manchmal... Tatsächlich Ausdauer. Defensive Konstanz. Würfe blocken. Diese drei Punkte. Dann gehen wir einfach ganz normal auf hoch. Und dann hoffe ich, dass wir das irgendwie unter Kontrolle bekommen. Weil... Ja. Ist einfach nicht gut. So, das Angebot, das kann ich aus dem Stegreif ablehnen. 14. Februar. Max, falls Sie irgendwelche Trades machen wollen, einfach fortsetzen. Das Thema ist durch. Was kommt jetzt? Ah, neuer Bericht über die Talente. Ein neuer Bericht über die Talente. Okay. So. Eigentlich. Einfach mal nach hinten so. Aber wir haben sowieso schon so gut wie alles abgedeckt.
Wir haben ja letztens schon reingeguckt. Das Problem ist, es gibt keinen richtig geilen Center. Aktueller Stand. Der erste ist, wie gesagt, hier Ayton. Und was der drauf hat, mit der richtigen Führung könnte er ein Star dieser Liga werden. Wenn er richtig eingesetzt wird, kann er sofort helfen, ist in der Lage, seine Position in der Zone gegen die meisten Verteidiger zu behaupten. Schwächen hat, wenig Talent dafür, Steals zu holen. Gesundheitszustand, wir haben bei diesem Talent keinerlei medizinische Probleme gefunden. Ne? Ich weiß nicht, ob wir es probieren sollen. Wenn es dann soweit ist. Es wäre momentan so der 9. Pick. Also es wäre definitiv machbar. Oh. Gegen Brooklyn. Gegen die Nets. Oh. Eigentlich wollte ich gerade eben noch abbrechen, um zu sehen, weil es relativ knapp war. Shepard mit 18. George mit 18. McConnell mit 14. Seth mit 14. Aber was mir gerade echt mal wichtig ist, dass wir den Gegner mal wieder unter 100 Punkten gehalten haben. Was uns in letzter Zeit ja nicht wirklich gelungen ist. Isaiah Thomas auch ganz gut verteidigt. 28 Punkte auf Dauer natürlich einfach so gut wie unmöglich. Jetzt können wir mal gucken. Über 100 kassiert. Über 100 kassiert. Ah, unter. Über. Ja, über, unter. Also wir haben da schon starke Schwankungen. Ach so, McConnell, was hat der gerade eben aufgelegt? Das ist echt nicht schlecht, Mann. 14 Punkte, 5 Rebounds für seine Größe, 9 Assists, 4 Steals. Ich glaube, ich werde mal bei dieser Konstellation bleiben für den Anfang. So, das war's aber auch schon wieder mit einer Folge von NBA 2K18. 2 Wochen haben wir geschafft, 15. Februar, die Trading Deadline ist vorbei. In der nächsten Folge steuern wir auf das All-Star-Weekend zu. Dann werde ich erstmal zeigen, wer überhaupt dabei ist. Wir werden das All-Star-Weekend, aber auf jeden Fall, also das Match werden wir nicht zocken. Das ist einfach zu langweilig, wir haben es das letzte Mal gesehen. Wir werden gucken, ob überhaupt einer von unseren Jungs dabei ist. Falls ja, machen wir das natürlich. Wenn nicht, dann werden wir wahrscheinlich einfach ganz normal weitermachen. Ich sage vielen Dank fürs Reingucken. Das nächste Mal geht's gegen New York, Milwaukee, Golden State. Geiler geht's eigentlich fast gar nicht. 3 absolute Top-Teams, auch momentan bei uns in der Tabelle. Deswegen, ich freue mich auf die nächsten Partien. Und eventuell können wir dann auch mal wieder selber zocken auf Hall of Fame. Vielen Dank fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.